der Sommer ist da und damit starten wir wieder unsere Sommerglücksmomente-Tour quer durch Oberösterreich. Den ersten Halt, den machen wir in Steyr und Wasser wird heute eine große Rolle spielen. Und außerdem soll mir angeblich eine Dame aus der Hand lesen. Los geht's! Aus der Puste kommt man in Steyr nicht so schnell. So, auf geht's. Rauf aufs E-Bike und die Stadt wird schweißfrei erkundet. Durch die Innenstadt geht's vorbei am Bummelhaus. Das ist das Wahrzeichen der Stadt und heißt deshalb so, weil der goldene Löwe darauf von den Steirer Bürgern als Bummel verspottet wurde. Umgangssprachlich heißt das so viel wie Hündchen. Doch mein Ziel ist der Lehmkeller der Stadt. So, und jetzt wird's bei uns richtig, richtig gruselig. Ich stehe nämlich hier direkt vorm Lehmkeller und hier wohnt angeblich die Steirer Wasserfrau. Wie die aussieht und was die so den ganzen Tag macht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen. Hallo, willkommen. Darf ich dich auf einen magischen Trunk einladen? Ja, gerne. Schaut giftig aus. Nein, ist aber sehr gesund. Auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Was ist da drinnen? Das ist ein Zaubermittel, ein magischer Trunk. Er verlängert das Leben. Ich bin erst 798 Jahre alt, bin eine sehr junge Wasserfrau und komme aus Sizilien und bin vor circa 400 Jahren, wie ich halt so in meiner Pubertät war, nach Steyr gekommen. Was macht denn eigentlich so eine Wasserfrau den ganzen Tag? Ich tue sehr viel Schwimmen und die Leute, die zu Besuch kommen, empfangen und wenn sie möchten, lese ich ihnen auch aus der Hand. Machst du das bei mir heute auch? Ja, gerne. Wirklich? Ja, bitte sehr. Sehr schön vom Handteller her. Sag mir, dass du eigentlich sehr gut geerdet bist. Deine Antennen sind sehr feinfühlig und weich. Übrigens kann sich jeder von der Steyrer Wasserfrau aus der Hand lesen lassen. Die Termine findet man auf www.steyr.info. Nun schaut auch der bekannteste Flößer der Stadt vorbei. Oh, grüß Gott, grüß ich denn hier. Grüß Gott. Schön, Sie zu sehen. Ja, freut mich auch. Gut, dass du da bist, Wolfgang. Was hat es denn eigentlich mit diesem Lehmkeller auf sich? Du bist ja der, der sich da auch ganz gut auskennt. Naja, dieser Lehmkeller ist ja wirklich schon seit Millionen von Jahren als Höhle hier. Früher dürften Wachtposten hier gewesen sein. Aber es gibt auch noch ein Geheimnis. Da hinten ist ein geheimer Eingang oder Ausgang zum Kloster gewesen. Aha. Er ist jetzt zugemauert und zugeschüttet. Da hier sieht man jetzt noch einen Spalt und hinten ist eine Stiege hinauf. Und da sind die Mönche entweder vom Kloster hinausgelaufen oder hineingelaufen. Das wissen wir nicht. Nun aber raus aus dem geheimen Keller. Der nächste Stopp ist das Partyfloß von Günther Aigner, mit dem man zünftige Fahrten auf der Enz unternehmen kann. Wie schnell baut sie eigentlich so ein Floß? Naja, so ein Floß wie das ist jetzt ein kleines Mal zur Demonstration. Die anderen Flüsse, die wir in der Flotte haben, haben ca. 5 Meter Breite, 10 Meter Länge und ca. 10 Tonnen. Für so ein Floß benötigt man ca. 3 Tage zum Zusammenbauen. Was sind das für Bäume gewesen? Das sind Bäume aus unserer Region, vom Nationalpark. Aha. Passt auch zur Tradition, ist eh klar. Und sind Fichtenbaumstämme mit ca. 70 bis 80 cm am Stock, so sagt man. Leinen los und wir starten die Reise flussabwärts. Ja, und von der Enz wechseln wir nun auf die Moldau auf der Suche nach weiteren Sommerglücksmomenten am Wasser. Runter vom Floß, ein 1A-Service und die Sommerglücksmomente-Tour geht weiter in Krumau an der Moldau. Ui, so schwer ist es nicht mehr. Von der Landeshauptstadt nur eine Stunde und 15 Autominuten entfernt, fühlt man sich zurückgesetzt ins Mittelalter. 1240 wurde die Burg von den Witigonen errichtet. Seitdem kommen Touristen aus der ganzen Welt in die Marktgemeinde. Die Kulinarik wird hier großgeschrieben. Um die böhmische Küche mit einer Einheimischen zu erleben, treffe ich mich mit Lenka. Sie führt mich in ein uriges Restaurant.
Wir befinden uns in einem alten Haus, in dem nach der politischen Wende ein Restaurant gemacht wurde. Die Idee war, alles alt zu lassen. Die Einrichtung und auch die Rezepte sind noch so wie vor 100 Jahren. In Tschechien hat man immer auch Deutsch gesprochen. Auf all diesen Schildern sieht man deutsche Wörter. Alles ist noch original, wie im letzten Jahrhundert. Für Lenka und mich gibt es böhmische Spezialitäten wie Ente mit Knödel, Fisch mit sehr viel Knoblauch oder auch gebackene Champignons. Auch an der Küche erkennt man die gemeinsame Vergangenheit von Österreich und Tschechien. Viele Gerichte stehen auch bei uns auf der Speisekarte. So Lenka, eines fehlt uns noch, die Nachspeise. Mhm. Was haben wir da? Haben wir sehr leckere Süßigkeit, Knödel mit Blaubeerensauce und mit Sahne. Jawohl. Ja? Da stürzen wir uns jetzt drauf und für Sie gibt es nun einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge unserer Sommerglücksmomente-Tour. Mit dem E-Bike erkunden wir den Böhmerwald, ich helfe mit beim Holzschwemmen und mache es mir mit einem Chorherrn aus dem Stift Eigen im Weinfass bequem. Grenzenlos Oberösterreich-Südböhmen. Dieses Projekt wird unterstützt von der Europäischen Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich-Tschechien.